Hallo und herzlich willkommen, wir sind jetzt hier im Let's Play Tony Hawk's Pro Skater High Definition. Ja, das erste Tony Hawk, das ihr auf meinem Kanal sehen werdet. Und ja, das ist eigentlich ein geniales Spiel. Ich habe es nur minimal kurz angezockt, weil ich gesehen habe, dass die Steuerung da ein bisschen anders ist. Zu Beginn schon mal, wenn ihr das Spiel habt, neu habt vor allem, dann wisst ihr es vielleicht noch nicht. Ihr müsst euch den Launcher für die Steuerungsoptionen extra runterladen. Also ich glaube, das war nicht so ganz beabsichtigt, dass der nicht automatisch dabei war. Also gebt einfach Launcher Tony Hawk's Pro Skater HD ein, werdet es bestimmt finden. Ja, weil ich hatte Probleme, die Steuerung ist standardmäßig ziemlich blöd eingestellt. Aber hab's ziemlich schnell gefunden und ich freue mich deshalb, mit euch das Projekt auch jetzt starten zu können. Ich hab's nur kurz angezockt und habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Tony Hawk's Pro Skater 2 habe ich ja selber mal gespielt, aber Tony Hawk Skateboarding nicht, deshalb wird da jetzt einiges auch neu sein. Ich weiß nicht, ob die Scores vielleicht angepasst wurden, weil da kann man schon ein paar mehr Tricks machen. Hier sehen wir erstmal die Skater, ich glaube, da kann man auch noch einige freispielen. Ja, die Frage ist, mit wem werden wir es jetzt machen? Ich glaube, wir werden es einfach mal mit dem guten Chris Cole machen. Ist jetzt ein etwas unbekannterer Skater, aber als ja, Tony Hawk Fan könnte man zwar Tony Hawk spielen, aber das machen wir nicht, ganz einfach. Wir spielen jetzt natürlich den Karrieremodus. Legen einfach los, ja, kurz vor meinem 100 Abonnenten Special hoffe ich jetzt, dass es hiermit umso schneller zu den 100 Abonnenten kommt, natürlich auch zu weiteren. Hier sehen wir es, ja, 75.000 Punkte, das ist natürlich noch harmlos. Grinde an 5 kleinen Quarter Pipes. Ja, dann muss ich mal gucken. Ich weiß natürlich auch gar nicht, wo die Sachen liegen. Finde das die geheime DVD, früher hieß es das geheime Tape, wie auch immer. Kickflip über die Pipe, ja, das gucken wir uns alles mal an. Ich finde die Ladezeiten so gut gemacht mit der Rolle hier. Ja, also jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier am Anfang schaffen. Ihr müsst da ein bisschen Geduld mit mir haben, weil, wie gesagt, ja, ihr seht, die Stürze sehen schon schmerzhafter aus und ich finde die Grafik ist richtig gut gelungen. Ich hätte es nicht gedacht. Was komisch ist, dass man hier nach dem Revert kein Manual anschließen machen kann. Oh, da war das S. Ja, also das ist jetzt alles richtig neu für mich. Ich bin auch noch nicht ganz drin. Was war das jetzt? Ah, eins. Ein Geldschein nur, okay. Zu 100% werden wir es wahrscheinlich nicht spielen. Aber die Anzeige, die finde ich mal extrem episch. Aber ich finde, die Buchstaben sieht man noch ziemlich schlecht. Ja, doch. Menschen. Ich weiß gar nicht, war das in Tony Hawk's Skateboarding so, dass die Buchstaben wirklich auch so aussahen? Das sage ich hier gerade ein bisschen, aber ich muss halt erstmal wieder reinkommen. Ich habe mich jetzt versucht, an die standardmäßige Steuerung zu gewöhnen, aber ich konnte da keine Grabs mitmachen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja, also hier kann man nicht so viele Kombos machen wie in den neueren, weil, wie gesagt, ich kann zwar Revert, was man ja in Skateboarding und in Ding auch nicht konnte in Tony Hawk's Pro Skater 2, aber ich kann danach kein Manual machen, das heißt, es bringt mir alles ziemlich wenig. Ich habe jetzt keine Ahnung, wieso jetzt gerade gestürzt ist, aber okay. Ja. Oh, da war noch. Achso, nee, das war doch kein Geldschein. Oh, jetzt fehlt nur noch das T. Ja. War das nicht da oben? Oh, verdammt, da kommen wir gar nicht hoch. Das ist natürlich schade. Ach, komm schon, Chris Cole hier. Jetzt noch ein bisschen Schwung holen, dann. Nein! Verdammt, okay, wir müssen es nochmal machen. Ja, ich denke, dass ich da schon ziemlich schnell wieder reinkomme. Was müssen wir? Kartons jetzt, was? Da haben wir, glaube ich, gar keins gefunden. Ach, jetzt versuchen wir einfach nochmal Skate, Kickflip über die Pipe. Über welche Pipe? Achso, vielleicht da drüber. Das könnte natürlich sein. Ja. Oder hier rüber. Steht ja nicht, dass es eine Quarterpipe sein muss. Ach Leute, Skate.
Also Tony Hawks hier einfach ein bisschen rumskaten. Realistisch gut halt. Richtig nice. Special haben wir voll, verdammt, ich hab gar nicht geguckt, bis wir in Special Tricks gehen. Das können wir dann im nächsten Run machen vielleicht. Jetzt komm schon. Ah jawohl, jetzt haben wir's T. Viel Blut hier. Ah, Dokumente. Was ist das? Okay. Drei Stück, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Oh, da oben war auch eins drin. War der letzte Buchstabe. Das heißt, welcher fehlt uns überhaupt noch? Alles in der Reihenfolge hier immer das Gate, aber wenn man halt weiß. Alles kaputt machen hier. Nein! Ach, da ist es K. Okay, dann schaffen wir das jetzt auf jeden Fall. And the Profi Score. Ah, ich habe jetzt. Over the Pipe, also hier ist der Gap. Das auch. Jetzt suche ich gleich mal. Nein! Verdammt, und ja, hier gibt's auch sowas wie Abgrund. Oder wie hieß es? Abgrund, ja. Irgendeinem Tony Hawk war's. Was glaube ich sogar. Ja, es war bestimmt. Ja, genau, ein Zweier war's. Tony Hawk's Pro Skater 2 gab es Abgrund, falls man halt zu tief springt. Jawohl. Hä, das war doch Over the Pipe Kickflip. Ah, okay, hier war auch noch eins. Ah, da, ja, okay. Hä, wieso hat es so spät gezählt? Schule 2? Board freigeschaltet. Ah, das gefällt mir. Ja, also ihr seht, ich mache noch nicht so viel gleichzeitig, weil ich einfach noch nicht so vertraut bin mit dem Grind and kleinen Quarter Pipe. Ja, okay, grinden wir einfach mal allen Quarter Pipes und suchen mal die Frachtkisten. Und vielleicht die ganzen. Ach so, es speichert sogar. Das ist ja krass. Ach, da war das. War das Tape? Also die war die, das war die DVD, das ist ja ganz neumodisch hier. Ist ja echt HD. Ah nein, jetzt kommen wir da ganz knapp nicht rein. Kiss the Rain, okay. Jetzt mal gucken, ob das auch schon eine kleine Quarterpipe ist. Aber irgendwie. Ja. Das war auch nur ein Dokument. So, das war gerade ein Dokument, aber es zählt nicht dazu zu den 8. Also wird es wahrscheinlich einfach nur gespeichert, weil wir es schon irgendwann mal gefunden haben. Ne, es sind 2 von 5. Nein! Jetzt hätten wir fast die DVD bekommen. Jetzt haben wir sie doch. Oh, das war zu viel. Chris Cole hat nicht so die Air-Skills, eher die Rail-Skills. Ah, dann komme ich da schon wieder nicht hoch. Und jetzt, wo sind die kleinen Quarter-Pipes? Stehe ich jetzt nicht ganz. Das muss doch hier sein. Oder muss es ein bestimmter Grind sein? Ich habe es nicht so gesehen. Nein, kein Manual. Nein. So viele Quarterpipes sind da doch gar nicht. 1 von 5. Really? Du musst es aber auch eins sein. So machst du es ein Lip. Achso, das muss einfach lang genug sein, oder wie? Aber dann hätte es eigentlich auch zählen müssen. Hm. Wir machen jetzt einfach mal den Krankenscore und dann gucken wir nochmal, wie wir Zeit haben. Ja. Den Tony Hawk's Pro Skater 2 würde ich jetzt durchrushen, aber ist eben die HD-Version. Ist ein bisschen realistischer, da kann man nicht so ganz Chaps landen. Seht ihr ja, hier hat er auch Schwierigkeiten gehabt, weil ich nicht perfekt gelandet bin. Jetzt doch perfekt, ausnahmsweise mal. Oh man, die Dokumente, die sieht man aber echt schlecht.
Nose Grab, das sieht man gar nicht, die Spins. Ah doch, jetzt. Boah, Roast Beef, herrlich, da haut das raus im Crossbone. Ja, bald haben wir einen Hammer Score, jetzt können wir noch ein paar Lines raushauen, aber irgendwie hat er keinen Bock, gibt gute Chris Cole. 360 Flip aus dem Manual, ja, geh halt ab. Eigentlich für die modernen Tony Hawks natürlich nichts mehr wert, so ein 360 Flip aus dem Manual, aber. Ah, ein Roast Beef hätte schon mal was, wenn man nicht genau könnte. Jetzt komm. Achso, stimmt, ich wollte eigentlich gucken wegen dem Specials. Weil dann hätten wir es jetzt schon längst geschafft. Okay, jetzt haben wir das. Und jetzt grind ich einfach mal. Wieso macht er dann nur Kiss the Rail? Ich einfach mal dann ganz einfach grind. Ah, da war jetzt ein Karton. Ah, stimmt, die gab's, glaube ich. Ach, Chris Cole. Was sagt doch nicht so. Ich will doch wissen, ob da eins davon eine der Quarterpipes ist, die wir brauchen. What? Aber es sind ja auch keine kleinen Quarterpipes. Nee. Okay. Schaffen gerade nur immer eins pro Run. Das ist ziemlich krass. Aber wenn nachher wieder die Level kommen, die ich schon kenne und schon überhaupt mal gespielt habe. Wo ist nochmal was? Mal gucken, ob wir zufällig noch da hochkommen. Nein, natürlich nicht. Da war, glaube ich, auch was, oder? Okay. Da oben. Ja. Da ist eins. Ja, das schaffen wir den auf jeden Fall. Aber wo die ganzen Quarterpipes sind wieder bauen. Es gibt doch hier kaum Quarterpipes. Das ist doch ein richtig kleines Level. 3. 4. Wo ist das letzte? Was kriegt ihr da noch jemand? Ne. Gesagt, da oben irgendwo. Aber da ist nichts. Nein, das sollst doch. Oh, Chris Cole. Ach, da. Jawohl, haben wir das. Jetzt, also, suchen wir mal die Sachen zusammen. Hier, 2 von 5. Dann wissen wir, dass da ganz oben noch was ist. Da am Ende dieser Rail. War da nicht auch irgendwo was? Hier? Wo ist mein hier? Boah, da kommt man, glaube ich, am schwierigsten. Ah, ne, es war gar nicht davon. Ne, da waren, glaube ich, nur ein Buchstabe hier. Da ist noch was. 4 von 5. War da am Anfang noch was? Nein! Aber das war, glaube ich, keins. Von diesen Frachtlisten. Versuchen wir es nochmal. Ja, echt krass, dass wir so lange brauchen. Aber diese Sammelsachen, ne? Nein! Ja, direkt neu starten. Ah, lange Ladezeiten, für das es so ein kleines Level ist und auch nicht so ein neues Spiel. Ah, ne, das war auch nur ein Geldschein. Das sind die blöden Fachlisten drin. Ah, da oben! What? Wie ich da hinkomme. Oder war es überhaupt eine? Da habe ich nicht geguckt. Moment mal. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass da eine Rail ist? Ah. Nee, auch nicht.
Kicker-Generator. Da oben. Achso, da muss ich wahrscheinlich einen Wallrun machen. Aber von welcher Seite? Und jetzt macht das überhaupt nicht. Wallride. Wallride nach unten. Ah ja, genau. Genau. Das sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt hier kommt. Ah, zu. Schräg genug gegen die Wand gesprungen. Och nein, wieso macht er da jetzt noch ein Kiss the Rail? Macht mich fertig hier, der Junge. Oh, das hat sogar gezählt. Jetzt brauchen wir schnell die anderen. Gib Gas, wir brauchen Tempo. 3. Letzte wisst ihr, wo es ist. Mich da, aber nee, das letzte wüsste ich eben nicht, wo es ist. Gib Gas! Wo war das letzte? Nein, wo war das letzte? Verdammt! Wo war. Ey, das ist. Ist das so schwierige Sachen dabei sind. Nein, ich muss mich wahrscheinlich einfach nur noch abgewöhnen. Dann passt das hier auch und. Wow. Schöne Stürze. Muss man dann machen lassen. Achso, und die, was ich noch sagen wollte, die Soundtracks sind auch wieder der Hammer, muss man einfach sagen. In Tony Hawk Spielen allgemein. Ah, noch ein Geldschein zufällig. Ach man, jetzt macht er wieder nicht das, was ich will. Aber jetzt kann ich mal. Ja, aber da war es sicher nichts mehr. Was ich wieder nur vernehmen muss, ist. Wo waren dann die anderen? Oder war das. War doch nicht. Nee, es war es nicht Stretch, denn. Ja, 4 von 5. Und jetzt, wo ist letzte? Wo ist die letzte Liste? Hä? Wo ist die blöde letzte Liste? Hä? Was für ein Fail. Okay, eigentlich müsste das jetzt hier eine. Der Klein. Ach man, ich wollte doch gar kein Manual machen. Hä? Chris Cole hat Bock. Das war 1. Eigentlich war das 2. Okay, ja. Was wollte ich eigentlich machen? Wallplant oder Sticker Slab, aber es geht da noch nicht. Ja, das letzte Ziel heben wir uns für den nächsten Part auf, wer hätte es gedacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part kommt, glaube ich, wieder ein Level aus Tony Hawk's Pro Skater 2, wenn es die Schule ist, die ich meine. Da werde ich dann auf jeden Fall alle Sachen locker finden und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.